Mit seinen 8500 Seelen gibt sich Ettelbrück sehr gerne den Titel als Nordstadt. Das Zentrum liegt an der Talsenke der Alzett. Durch die zentrale Lage im Herzen des Großherzogtums ist das malerische Städtchen Ettelbrück Straßen- und Schienenknotenpunkt der Nord-Süd-Verbindungen des Landes. Die Handelsstadt zieht dank der Vielfalt und Erlesenheit ihrer modernen Geschäfte zahlreiche Besucher an. Dieses drittgrößte Geschäftszentrum des Landes mit seiner attraktiven Fußgängerzone bietet viele Restaurants mit internationaler Küche, Cafés, Kneipen und Eisdielen mit Terrasse an. Hier heißt es sehen und gesehen werden. Ein Gespräch unter Freunden beim morgendlichen Kaffee. Den neuesten Klatsch und Tratsch hören. Etwas abseits ein bronzener Brunnen, der eine bäuerliche Szene nachspielt. Das schmucke Rathaus steht neben der Fußgängerzone. Es wurde auf dem Grundstück der 1702 erbauten und 1906 abgerissenen ehemaligen Pfarrkirche errichtet. Bei Umbauarbeiten im Jahre 1855 waren Estrich von zwei noch älteren Gotteshäusern freigelegt worden. Die dabei gefundenen Münzen und Teile einer Vase beweisen die Existenz einer frühen Besiedlung. 1907 wurde das jetzige Rathaus nach den Plänen von Sosthen Weiß errichtet. Mit so einer großen geöffneten Hand. Das kann nur das Steueramt sein. Die Kirche liegt etwas abseits. Der Grundstein für den Bau einer neuen Kirche im neoromanischen Stil wurde 1841 gelegt. Nach 10 Jahren wurde die Kirche fertiggestellt. Das Gotteshaus wurde während der Ardennenoffensive 1944 schwer beschädigt und musste in den Nachkriegsjahren restauriert werden. Im Inneren der Kirche kann man einige Kunstwerke bewundern. Die Stadt Ettelbrück ist geprägt von der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. An der nördlichen Ausfahrt der Stadt befindet sich ein Denkmal zu Ehren des General Patton, der die Stadt jedoch niemals betreten hat. Ihre schwerste Zeit hatte die Stadt, wie alle anderen Gemeinden des Öslings, während des Zweiten Weltkrieges, als das Sauertal die Südflanke der Ardennenoffensive bildete. Während der Ardennenoffensive im Dezember 1944 geriet die Ortschaft unter starken Beschuss. Schließlich wurde die Stadt an Weihnachten 1944 von der 80. Division der amerikanischen Infanterie befreit, die unter dem Kommando von General George Smith Patton Jr. stand. Patton wurde als der fähigste General der gesamten alliierten Streitkräfte angesehen. Er war erheblich kühner und draufgängerischer als die meisten der Kommandeure. Dieses Denkmal wurde am 16. Mai 1954 im feierlichen Beisein Pattons Sohn, Captain George S. Patton III., eingeweiht. Der Sockel stellt ein in den Heimatboden gestoßenes Kriegsschwert dar, was Waffenruhe und Frieden bedeutet. Darüber thront das wachende US-Wappentier, der Seeadler, mit über 2,10 Meter Spannweite. Bei einem Autounfall erlitt Patton einen Halswirbelbruch mit einer Querschnittslähmung. Er starb am 21. Dezember 1945 im Heidelberger Militärhospital infolge einer Lungenembolie.
Auf eigenen Wunsch wurde er auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof Luxembourg American Cemetery and Memorial bei Hamm in Luxemburg inmitten der Soldaten seiner 3. US-Armee beigesetzt. Wer mehr erfahren möchte über General George S. Patton, sollte unbedingt das Museum des Generals besuchen. Es wurde zu seinen Ehren errichtet und ist eine Hommage an ihn. Anhand von Fotos, Dokumenten und diversen Objekten werden die Invasion durch Nazi-Deutschland im Mai 1940, die Besatzungszeit, die Befreiung durch die amerikanischen Truppen im September 1944 und die Nachkriegszeit illustriert.